So. Ich hoffe, ich ziehe jetzt noch eine SP-Karte. Die Wahrscheinlichkeit ist Arschwitze, aber... So, bevor das Video anfängt, wollte ich euch nur sagen, dass in diesem Video und in den darauffolgenden Videos die Hintergrundmusik ein bisschen leise ausfallen wird. Das liegt daran, dass die Musik von dem Stream ist und ich keine neue darüber packen wollte. Lasst ein Like da, kommentiert und abonniert, um keine neuen Videos zu verpassen. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich versuche mich ja von Stream zu Stream ein bisschen zu bessern, damit es auch alles angenehmer ist. So, wie gesagt, heute öffnen wir hier eine schöne Box. Naruto Box. Diese Box hat jetzt nur 18 Booster, aber ist die krasseste Box, die es gibt auf dem Markt. Das ist auch die neueste. Das ist jetzt eine Welle 4, in Englisch Wave 4 und Stufe 4 Tier 4 Box. Machen wir das mal alles auf. Und da sehen wir schon, uiuiuiui. Die Booster sind alle richtig verwirrt. So. Ich mach die erstmal hier alle raus. Wie gesagt, wir haben 18 Booster. Ich zähle das mal durch. Erster Booster. Oh, danke. Genau, wenn man die jetzt hier so voraufmacht. Hier gibt es so HR-Karten, die sind so 3D. Das ist ganz cool. Machen wir hier die zur Seite. Okay. Die Mutter von Naruto. Einmal Naruto. Dahinter SR. Irgendeiner von Orochimarus Anhängern. Und dahinter haben wir SSR. Ist wichtig. Also hier zieht man schon öfters Banger raus. Gucken wir erstmal die HR-Karte an. Einmal Gara. Also wie man hier sieht, es sind echt so viele HR-Karten und die alle zu sammeln, das wird echt eine Hölle. So, Jugo. Kakashi. SA Naruto. Und dahinter haben wir SSA Naruto. Wieder. Ist echt schon ein bisschen wilder, die Karten. Sehen auch alle viel schöner aus. Ne? Tsunade HR. Naruto. Gababumba, oder wie die heißt. SA Design Lehrer. Und dahinter haben wir SSA Kurenai. Das war's, Michelle. Aber bitte noch nichts spenden. Aber wenn du es getan hast, dann danke, Schatz. Team 7. Echt schön. Ich finde das cool. Das ist echt schön. So, Designlehrer. Sakura. SR Neji. Und dahinter haben wir SSA Asuma. Bisher nur SSRs. So, HR. Hier, wie ich meinte, die Tochter von Sasuke. Drehen wir mal um. Sakura. Sasuke. Wieder Neji. Und dahinter haben wir SSA Raikage. Ach, wieder Tsunade. Wirklich bei 144 HR-Karten, die es gibt. Zweimal Tsunade zu ziehen, ey, was für ein Glück habe ich. So, Neji. Rock Lee. Wieder Rock Lee. Und dahinter haben wir AR Obito. Und das meine ich. Das ist schon ein geiler Hit. Diese HR-Karte von Itachi, die sieht wild aus. Okay. Können wir ein bisschen schneller gehen. SA Minato. Die ist sick. Und dahinter haben wir SLR Naruto. Okay. Okay, das ist schon ein Big Hitter, finde ich.
Schon wieder Team 7. Also es kann nicht sein, dass ich bei wirklich 140 HR-Karten schon zweimal ein Duplikat habe. Mann, 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 Mann. So. SR Naruto und dahinter haben wir SSA. Jetzt bin ich sauer. HR Kakashi. Nice. So. Naruto. Sakura. Choji SR. Und dahinter haben wir UR Kimimaro. Ja, also wenn was ist, kannst du ja einschreiten. Garda HR. Schon wieder ein Duplikat. So, super. Nice. Okay. Sasuke. Der Sohn von Shikamaru. SR Choji. Und dahinter haben wir SSA Sai. Ja, auch einer der neueren. Unterwegs. Das ist geil. Naruto. Das sind echt wirklich, also die Artworks sind alle schön. Selbst bei R-Karten, bei Rare-Karten, die eigentlich gewöhnlich sind und überall drin sind, selbst da, die sind schön. UR Obito. Die sind das wenig drin. So, nochmal Itachi. Ich glaube, also die HR-Karten wiederholen sich immer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, Neji. So, Neji, und wer ist dahinter? Nochmal eine SLA-Karte. Sexy. Und das ist, glaube ich, Haku. Kann das sein? Ich muss mir selber angucken. Ich glaube, das ist Haku. Ich bin mir unsicher. So. Nämlich Sasuke. Kleiner Neji. Sasuke. Kakashi, SA und dahinter. Wollt ihr es wissen? Wollt ihr es wissen? SSA Konan. Bei den anderen Boxen habe ich sogar lustigerweise einen Wert wiedergeholt. Hier jetzt eher weniger. Ne? Die Box hat für mich jetzt 35 Euro gekostet. Orochimaru Sohn, das weiß ich. Naruto und dahinter SSR Tsunades Geliebter. Also geht doch schon ein bisschen länger als ich dachte. Kabuto HR. Also ich mag die 3D-Karten. Viele mögen die nicht. Wie sagt man das? In der Nische. Ja, ich mag die. Es kann halt sein, dass halt so viele sind und echt, das ist echt krass. Ich glaube, das ist der AR-Karte. AR Minato. Das ist echt. So, Kakashi hatten wir schon. Kann sein. Wenn wir gleich sehen, ich gehe dann halt nochmal durch. Und dahinter haben wir OR. Ist das ein Tailbeast? Oder wer ist das? Ja, bitte. So. Killer B. Karin. Dieser komische Bengel. SA Sakura. Und dahinter haben wir eine SSR Kakashi. Michelle. So. Ich bin ein bisschen krank leider. Hab Kopfschmerzen und Halsschmerzen, deswegen werde ich heute auch nicht so lange mehr on bleiben. So. Ich hoffe, ich ziehe jetzt noch eine SP-Karte. Die Wahrscheinlichkeit ist Arschritzer, aber bitte sei was Gutes. Wir haben SP Tsunade gezogen. Im letzten Pack. Im letzten Pack. Jetzt kommen die SR-Karten, die wir gezogen haben. Sakura. Sasuke. Might Guy. Naruto. Wieder Naruto. Choji. Tenten.
Danke Opa City G für dein Follow. And if you're English, thank you for your follow. So, Neji. Kakashi. Neji wieder. Rock Lee. Minato. Oh, das ist auch, also Minato SR, die ist echt wirklich schön. Naruto. Wieder Choji. Die eine Spooky hier, du kennst dich aus. Ich bin deutsch, okay. Spooky, du kennst dich aus. Wie heißt die hier? Ah, Pablo! Hey, was geht ab? Auch ganz geil. Kakashi. Ui. Der Liebhaber von Tsunade. Bevor er gestorben ist. Sai. Konan. Asuma. Raikage. Ich glaube, der heißt der C. Ich bin mir unsicher. Das eine Mädel hier. Gino. Naruto. Und Kurenai. Nicht, dass sie halt so runterrutschen. So, jetzt kommen wir zu den OR-Karten. Da hatten wir einmal Obito. Also, ne, UR-Karten. Und wir hatten einmal keine Ahnung. Shit. Kimimaru, glaube ich. Auch sehr schön. Also Obito. Und beide halt ein Lila. Echt geil. So. Tue ich dahin. Dann gehen wir weiter mit OA-Karte. Ich glaube, es ist ein Tail. Ich glaube, es ist kein Tail. Ich bin mir unsicher. Auch sehr schön. Gehen wir weiter zu den AR-Karten. Amazing Rare, nenne ich sie. Ich habe mir jetzt eigene Seltenheiten ausgedacht. Und wenn ich größer wäre, dann kann ich auch richtig durchsetzen. Alla. Einmal Minato AR. Wirklich super schön. Und Obito AR. Amazing Rare. Echt fire. Und zu guter Letzt haben wir die SLRs. Ich nenne sie Super Legendary Rare. Weil, also ich finde die Karten sind echt legendär. Das ist Haku. Echt wunderschön. Und mit der Reflexion mit dem Licht. Echt geil. Und dahinter haben wir einmal Naruto. Und der smoked gerne ein bisschen Weed. Moin Julian! Lang nicht mehr gehört, wie geht's dir? Mit der Reflexion. Das sind echt geile Banger. Ich wollte schon fragen, wo die Musik ist. Hat mich gerade voll erschreckt. Und zu guter Letzt im letzten Booster eine SP-Karte. Deren Wert noch unbekannt ist, aber ich denke mal, die wird schon mindestens ein 10er wert sein. Nee, wenn nicht sogar ein 20er. Weil Tsunade ist schon ein Charakter, der relativ, ja, einfach so eine SP-Karte will man einfach haben. Das ist also, die will man haben. So, dann lasst mich das hier mal kurz an.